Ja, so lautet der eigentliche komplette Titel. Für YouTube mussten wir das kürzen. Also Charles Darwin, Richard Dawkins und die wahnsinnige Menschheit. Letzte Ausfahrt. Erstes Gemeinwohlland, 194. UN-Staat und 31. NATO-Mitglied. UN-Mitglied und 31. NATO-Mitglied. Muss das jetzt unser Arbeitsziel sein? Wir haben also gestern lief in Arte eine Sendung darüber, wie die Pseudowissenschaftler der deutschen Universitäten dem Naziregime geholfen haben, ihre Zentralirrtümer auszubreiten und deswegen kurz, woher kommen die Zentralirrtümer? Aber erst einmal ganz kurz der Ausflug dahin. Warum geben wir jetzt die Welt auf? Ja, sagen Sie uns das Gegenteil. Wir sehen keine Hoffnung. Wir haben, wenn das stimmen sollte, was viele Professoren behaupten, dass wir in den letzten plus minus 50.000 Jahren, Sie sehen es hier, die Zahlen, das schwankt alles ein bisschen, letztendlich runtergefallen sind von 1,5 Liter, also anstatt uns weiter hochzuentwickeln Richtung 1,7, 1,8 Liter durchschnittliche Gehirngröße, sind wir runtergefallen schon angeblich auf 1,3 Liter. Das heißt ganz einfach, die Menschheit wird immer unvernünftiger, immer dümmer, könnte man auch mit Albert Einstein, den berühmten Professoren Albert Einstein und Stephen Hawking sagen, die das offen ausgesprochen haben, die Dummheit der Menschheit angesprochen haben. Also, die Menschheit wird immer unvernünftiger und lebt eben, und was soll man machen, wenn die Unvernunft und der Vernunftmangel zunimmt? Dann wird es wohl keine Weltlösung geben. Die Welt wird sich nicht sofort jedenfalls in ein Gemeinwohlland ändern können, wahrscheinlich noch nie. Es gibt ja auch ein verrücktes Gemeinwohlland, das gibt es ja in den Medien überall berichtet, sozusagen das Königreich Deutschland, das sich als ein Gemeinwohlstaat oder sowas versteht. Aber aus unserer Sicht natürlich überhaupt nicht die mindeste Ahnung hat, was der Gemeinwohlgedanke eigentlich wirklich alles beinhaltet. Und eben da irgendwie, das erinnert mich eher so an einen Versuch, ein Land, eine Heimat für die Unvernünftigsten, für Reichsbürgerähnliche und Nazi-ähnliche zu geben. Denken Sie nur dran, auch wenn ich gleich über die Nazis spreche. Ja, bei den Königreich Deutschland, da verstehen sich wahrscheinlich viele. Ich habe da Leute von kennengelernt, auch Sendungen drüber gemacht, als Herzensmenschen. Und beachten Sie, dass es nur ein ganz kleiner Sprung ist von dem größenwahnsinnigen Begriff der Nazis, von dem Herrenmenschen zu dem Herzensmenschen. Das ist die gleiche braune Soße eines größenwahnsinnigen jetzt als der Herzensmensch. Und ich habe es auch erlebt, dass diese Herzensmenschen genauso wie die damaligen Herrenmenschen natürlich ganz schnell brutal werden und aggressiv werden und bösartig werden, wenn jemand ihren Herrenmenschenanspruch, dass sie als Herzensmenschen die wahren Herrenmenschen seien, nicht folgt. Und insofern kann man sagen, dieses Königreich Deutschland ist also eine Karikatur eines Gemeinwohllandes, ein Reichsbürger-nazimäßiges Pseudo-Gemeinwohl-Geschichte orientierte Sache. So, und dann, jetzt schildere ich mal kurz, wie das denn hier, ich gehe vielleicht nochmal wieder hier zurück, wie das hier sozusagen mit der wahnsinnigen Menschheit ist, ja.
Also, dieser Arte-Film über die Nazi-Wissenschaftler der deutschen Universitäten, die Pseudowissenschaftler der deutschen Universitäten, das zeigt eben, im Kapitalismus ist alles Wahnsinn, Zentralirrtümer, ne? Und ich hoffe, dass unsere Bücher, dass wir mindestens ein großes Buch bei einem Großverlag hinbekommen, wo wir vielleicht uns darauf konzentrieren müssen, auf diese letzte Ausfahrt. Das erste Gemeinwohlland in der Tradition von solchen Kleinstaaten wie Monaco, Liechtenstein, San Marino, Malta, und es gibt sehr viele, sehr kleine Staaten, habe ich gesehen, in der Liste der UNO und so weiter. Und natürlich muss dieser Kleinstaat auch sofort Mitglied der NATO werden. Da müssen Milliardäre an dem Staat beteiligt sein. Wir brauchen natürlich, weil solange der Rest der Welt fast 200 kapitalistische Staaten darstellt, die angriffslustig sind wie Russland, siehe Ukraine, ja, braucht man natürlich, kann man sich nicht erlauben, sich von jetzt auf gleich in den Indianer, Indios, Irak-Status zu begeben und Ukraine-Status zu begeben, indem man dann bei jeder Gelegenheit abgeschlachtet wird. Man muss natürlich sofort NATO-Mitglied werden, muss die Freundschaft zum westlichen zur Aufklärungstradition herstellen, als Weltspitze der Aufklärung sozusagen. Und muss sofort eben, wie gesagt, den 194. Staat beantragen. Ich stelle mir das so vor, dass vielleicht irgendein Staatspräsident irgendeines, irgendwo ein Stück Land bereit ist zu verkaufen an Milliardäre und reiche Menschen und so weiter, die von unserem Buch dann begeistert sind und diese letzte Ausfahrt gehen wollen, nämlich erstmals wirklich richtig leben, so nach dem Motto, soll das alles gewesen sein, dieses merkwürdige Leben in dieser merkwürdigen Ge Welt, wo ich zwar alles Geld der Welt haben kann, aber das aber nicht glücklich macht. Und nein, ich will auch nicht sterben, ohne jemals wirklich gelebt zu haben, ja. Also auch wenn ich zum Beispiel persönlich ja in meinem Leben 150 Freundinnen hatte und also von der Liebe durchaus einiges mitbekommen habe und in Kommunen gelebt habe, wo auch dort was war und in Indien war und so weiter. Also schon vieles erlebt habe, sage ich trotzdem, das ist wahrscheinlich nur 1% desjenigen Glückes und Liebesglückes, dass die Natur mir eigentlich gegönnt hätte. Ja? Also die erfolgreichste Art der Erde, Homo sapiens. Und dann noch wäre ich sicherlich durch meine Denkfähigkeit einer der erfolgreichsten Menschen in dieser Art Homo sapiens gewesen und in meinen Naturgemeinschaften, in der natürlichen Gruppe von 150 Individuen, in der ich in der Natur gelebt hätte, mit den Kontakten und Besuchen bei anderen Gruppen und so weiter. Und das, was wir da an liebevollem und pazifistischem, liebevollem und Körperkontakt und so weiter erlebt hätten, das wäre wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht nur 10-mal mehr gewesen als das, was ich erleben durfte, sondern wahrscheinlich 100-mal mehr. Aber bleiben wir bei diesem 10% und 100%, also bei diesem Unterschied. Und ja, und jetzt nochmal zu den Nazis. Entscheidend für uns ist ja immer die Frage nach den Zentralirrtümern. Es hat sich jetzt so ein bisschen verschoben, dass wir jetzt als Hauptbegriff für das Buch eigentlich den Begriff Zentralirrtum, Zentral ZI, also Zentralirrtum ZI, und Plural ZIs, Zentralirrtümer. Und diese Zentralirrtümer sind für bestimmte Sparten vorteilbringende Irrtümer, VIs. Und für die Restwelt, die jeweilige Restwelt, dann immer nachteilbringende Irrtümer, Ennies. Ja?
Und damals bei den Nazis, da war es quasi so, dass die Waffen und Stahl und Chemie und vielleicht auch die Wiederaufbausparte in Deutschland einfach bestimmte Zentralirrtümer, massenhaft verbreitet haben, multipliziert haben, ja. Und dann hat es in Österreich so einen Verrückten wie Hitler, der wurde gefüllt mit diesen Zentralirrtümern, in Deutschland auch vielleicht der Himmler und so weiter. Und die wurden also mit den Zentralirrtümern gefüllt, die irgendwie eine ganz verrückte Fehlinterpretation der Evolutionsbiologie gemacht haben, so die dann letztendlich dazu führt, dass die Gestimmtheit der Deutschen so verändert wurde, dass sie sich selbst fantasierten, vielleicht auch zusammen mit dem Zorn über den verlorenen Ersten Weltkrieg, ja, und den Versailler Vertrag oder was auch immer, da ist das also Zorn und die Zentralirrtümer, die sozusagen so einen Größenwahn, wir die Verlierer des Ersten Weltkriegs sind in Wirklichkeit die Größten, die Herrenmenschen, die Arier, die allen anderen überlegen sind und das andere sind alles Untermenschen, besonders die Slawen und die Juden und die müssen wir alle abschlachten. Das ist unser Auftrag, unser biologischer Auftrag, quasi der Welt einen Dienst zu erweisen, diese ganzen Untermenschen in ihre Knechtrolle zu zwingen oder sie abzuschlachten gleich ganz oder so. Ja, also ich kann das gar nicht nachvollziehen, aber diese Zentralirrtümer, die wurden wirklich geglaubt und von den Pseudowissenschaftlern der deutschen Universitäten, die ja sowieso auch heute noch pseudowissenschaftliche Institutionen sind und sozusagen wurden die natürlich unterstützt, in jeder Hinsicht unterstützt und so weiter, weil es eben auch in der Wissenschaft mehr durch Zentralirrtümer Verseuchte gibt. Also ich würde ja sogar so weit gehen, dass die ganzen Geisteswissenschaften zum Beispiel reine Irrtums-Pseudowissenschaften sind, ne? Also wir haben eigentlich nur Physik, Chemie, Biologie und da besonders Evolutionsbiologie und Psychobiologie und so weiter. Und ja, und das andere können Sie eigentlich alles in den Mülleimer der Unwahrheit werfen, des Irrtums werfen. Ja, und irgendwie wurden dann eben Zentralirrtümer ja letztendlich ja multipliziert, die vielleicht auch zu dem Zorn passten, Gewalt sei richtig, ja. Und darauf folgten dann die Profite, also die Vorteile, denn dadurch waren die Deutschen natürlich unheimlich bereit, ja, mit diesem Größenwahn, wir sind die Herrenmenschen, wir Arier, ja, und wir sind, heute heißt es, wir sind die Herzensmenschen, ja, das ist der neue Größenwahn, dem ich auch leider begegne, überall, wenn es darum geht, dieses Gemeinwohlland aufzumachen. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir Gemeinwohlzentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, GEG, als Name einführen, aber wahrscheinlich, wir sollten uns vielleicht nicht damit beschäftigen, sondern sagen, okay, wir wollen in Köln schon die ersten Anfänge des Gemeinwohllandes starten, denn wir sind ja nicht fixiert, in Köln zu bleiben, sondern wir können ja dann, wenn eben die Lesergemeinde so groß und so reich wird, dass also Land und oder Insel gekauft werden kann, dann kann man ja jederzeit umziehen in das neue Gemeinwohlland. Ja? So, ich erinnere mich daran, dass ja auch die Juden dann umgezogen sind nach Israel oder so, ja. Und genauso können wir uns ja schon mit dem Buch, das wir ja kostenlos an Probeleser schon die Anfänge verschicken. Dieses Buch und die Prüfungen rund um dieses Buch sind also die Einstiegsvoraussetzung. Niemand wird dieses Gemeinwohlland je betreten dürfen, ohne diese Bücher, dieses Buch, diese Buchreihe
gelesen zu haben, die Prüfungen bestanden zu haben, denn sonst kommen so wahnsinnige Leute, sozusagen, wie sie dann in diesem Königreich Deutschland sind oder so, also solche unvernünftigen Menschen, und die machen nur Ärger. Ne? Das bringt uns nichts. Ne? Ja, und wie gesagt, es ist ja dann nicht völlig ausgeschlossen, aber das dürfen wir, und da dürfen wir keine zu großen Hoffnungen haben, dass wenn dann der 194. UN-Mitglied und 31. NATO-Mitglied das erste glückliche Land der Erde ist, ohne Kapitalismus, mit echter Gemeinwohlwirtschaft, im Gegensatz zur leider linksextremistisch entgleisten Gemeinwohlökonomie des Christian Felber, die also eher ein Konzept des Wirtschaftsruins im Gegensatz ist, weil sie eben auch ja überhaupt nichts von den Zentralirrtümern weiß und so weiter. Also es ist leider tragisch mit dieser Gemeinwohlökonomie. Also wir bleiben zwar bei dem Namen GG Kombi, also Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination, GWÖ, GWO Kombi, weil ja immerhin in der Gemeinwohlökonomie auch der richtige Grundgedanke irgendwo drinsteckt, nämlich Steuervorteile für alle, die anderen Menschen bewiesenermaßen Gutes tun. Das ist der richtige Gemeinwohlgedanke, aber dann kommen leider bei Felber die linksextremistischen Beimengungen, die ja aus den Sozialsparten und ähnlichen Sparten stammen, so nach dem Motto, hetze die Menschen auf zu einer Aggressivität gegen die Fähigen, die Arbeitsplätzeschaffer, die Unternehmer, die Reichen, gegen die fähigste Löwin im Rudel, hetze die Menschen auf. Und die Linksextremisten sind die Aufgehetzten der Sozialsparten. Also man kann Linksextremismus definieren, aber Rechtsextremismus wieder anders definieren, aber Linksextremismus definieren als die Aufgehetzten zum Beispiel der Sozialsparten und der Sparten innere Sicherheit und so weiter und so weiter. So nach dem Motto, werdet aggressiv gegenüber den Unternehmern, den Reichen, den fähigsten Jägerinnen im Löwenrudel und stellt euch gegen die, vertreibt die, und dann verhungert das ganze Löwenrudel, wird bettelarm, weil die fähigste Jägerin weg ist, die fähigsten Unternehmer weg sind, die fähigsten Unternehmen abwandern, die fähigsten Denker nicht bereit sind, für sozusagen auf ihren Erfolg, für ihr Fähigsein und für ihr hartes gelernt haben und so weiter zu verzichten. Die wandern alle ab aus Deutschland und übrig bleibt ein bettelarmes Land, und die Sozialsparten als die Industrie, die sozusagen die Armut in Deutschland gewinnbringend verwaltet und da sozusagen große Karrieren die Leute machen in den Sozialsparten sozusagen, dann profitieren, also haben den Vorteil die Sozialsparten, die Sparten innere Sicherheit auch, weil das natürlich dann auch so mit Gewalt gegen die da oben einhergeht, wenn die Linksextremisten wieder Krawall machen und so weiter. Dann können wieder Polizisten Karriere machen und Richter Karriere machen, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und so weiter Vorteile haben. Und insofern gibt es wahrscheinlich immer mehrere Sparten, die an einem Zentralirrtum gewinnen. Ja, und bei den Nazis war es eben dann so, laut, wie das der Arte-Bericht so angedeutet hat, dass eben letztendlich haben diese Zentralirrtümer vom Herrenmenschen, heute vom Herzensmenschen im Königreich Deutschland und so weiter, ja, dies bereitete den Konsum von Stahl, Produkten der Sparten Stahl, Waffen, Zyklon B, also chemischen Industrie und so weiter vor. Am Ende waren es 60 Millionen abgeschlachtete Menschen für den Profit dieser Sparten, und bei der Ukraine ist es auch nicht anders. Der Putin ist also durch diese Sparten, Waffen, Stahl und so weiter, Sparten manipuliert worden durch diese Zentralirrtümer dieser Sparten, die von diesen aus ausgebreitet wurden.
zu denken, es sei eine gute Idee, sozusagen jetzt also die Ukraine zu erobern, sozusagen, was natürlich eine völlig verrückte Idee ist. Aber die Waffensparten und andere Sparten und die Wiederaufbausparten werden dann ja auch noch richtig gut daran verdienen, an diesem Wahnsinn dieser Zentralirrtümer, ja. Ja, und ich guck mal noch, ob ich noch ein paar andere Informationen habe. Also hier, ja, das darf doch nicht wahr sein. Alle haben gute Absichten, schaden aber nicht bewusst anderen, ja? Also müssen wir uns noch mal klar sein. Also, ich habe ja schon genau oft erklärt, wie die Verschwörungstheorien eben den Diktaturfreundesparten, den Waffensparten dienen und so weiter, weil es da ja um einen Aufstand gegen die da oben geht, die Reichsbürger greifen zu den Waffen und stürzen die angeblich illegitime Regierung. In Wirklichkeit ist es einfach so. Natürlich ist unsere Regierung eine Regierung der Unvernunft, weil das der Nachteil nun mal der Demokratie ist. Aber eine Diktatur wäre viel schlimmer und die will ich überhaupt nicht haben, sondern ich will lieber statt einer Pseudodemokratie wie in Deutschland wollen wir im Gemeinwohlland eine echte Demokratie, wo also dann sozusagen eine Bundesliga der Landesregierungen geführt wird, Tabelle geführt wird und wo dann eben jeder Politiker danach gemessen wird, nach dem Wohlfühlen, der Entwicklung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner seines Bundeslandes. Ja? Also da würde ich dann wahrscheinlich, würden wir dieses Gemeinwohlland ebenso auch bundesländermäßig aufbauen, denn nur dann hat man den Vergleich zwischen den Leistungsfähigkeiten unterschiedlicher Politiker. Dann wird der Politiker automatisch zum ausschließlichen Diener der Bevölkerung und nicht mehr zum Diener irgendwelcher Industrien oder reicher Freunde und so weiter. Na? Ja, also noch einmal der Satz, also die Abkehr von allen Verschwörungstheorien. Das darf doch nicht wahr sein. Alle haben gute Absichten, schaden aber nicht bewusst anderen. Das ist Kapitalismus. Ne? Die letzten 400.000 Jahre waren ein einziger Irrtum. Ja, das ist es. Richard Dawkins und der Mensch als Wahnsinniger oder die Menschheit, die wahnsinnige Menschheit, das hatte ich ja alles schon gesagt. So. Dann, was haben wir hier noch? Ein qualitativ hochwertiges Medium ist das mit einem Maximum an Zentralirrtümern. Muss ich vielleicht noch mal korrigieren. Ein Medium ist ja im Tandem ein Partner, das wird dann im Buch nachzulesen sein, das kann sich ja, wie gesagt, jeder Interessent für das Gemeinwohlland kostenlos per E-Mail schicken lassen, als Probeleser. Also ein qualitativ hochwertiges Medium. Medien leben ja von der Tandem-Existenz. Tandem spielt bei uns auch bei der Unternehmensberatung, bei der Management-Psychobiologie, also eine wichtige Rolle. Tandems-Überlegungen begegnet uns immer wieder. Und das Tandem ist, dass eben der Händler, der erste Tauschhändler, der vor 400.000, 300, 200.000 Jahren in die 150er Savannen-Bonobo-Gruppe des späten Homo erectus beziehungsweise frühen Homo sapiens kam, der kann entweder selber Zentralirrtumsmärchen erzählt haben, den Menschen ihre natürlichen Glücksmöglichkeiten wegtabuisiert haben und weggeredet haben.
und als schlecht hingestellt haben. Und dadurch kann er dann direkt davon profitieren, dass dann am nächsten Morgen oder die Leute generell mehr Konsumgüter bei ihm kaufen, weil ja sie im Kopf quasi ihr Glückshormonespiegel nach unten abgesenkt wurde durch die Tabuisierung ihrer naturgegebenen Glücksmöglichkeiten. Und als Ersatz neigen sie dann dazu, mehr bei dem Tauschhändler zu kaufen. Also das heißt, der Händler, aber heute ist es ja eben nicht so, dass der Händler direkt in seinen Werbespots zum Beispiel, Aldi, Rewe und so weiter, diese ganzen Werbespots, dass da dort die Zentralirrtümer massenhaft in unsere Köpfe hineingeblasen werden, um unsere Fähigkeit, natürliche Glücksquellen uns erlauben zu dürfen, drastisch zu reduzieren, um damit die Kaufwahrscheinlichkeit gegenüber den Produkten zu erhöhen, sondern es läuft mit dem Tandem, nämlich dass die Märchenerzählenden, die Sparte der Erzählenden beziehungsweise der Märchenerzählenden, also Medien, Zeitschriften und so weiter, dass die in ihren Artikeln die entscheidenden massenhaften Zentralirrtümer transportieren, die relativ möglichst, ein Tandem ist nur dann erfolgreich und überlebt in der Evolution, wenn zum Beispiel diese Zeitschrift relativ zielgenau die Zentralirrtümer vermittelt, die die Kaufwahrscheinlichkeit gegenüber den hauptsächlichen Werbekunden in dieser Zeitschrift, also den geldbringenden Werbekunden, wo also quasi es zu einer maximalen Kaufwahrscheinlichkeit gerade der Produkte dieser Werbekunden kommt durch die Vermittlung der genau passenden Zentralirrtümer in den redaktionellen Teilen, so dass also quasi man sagen kann, das Ganze funktioniert nur in der Evolution, haben immer nur überlebt Tandems aus erfolgreichem zum Beispiel Nahrungssparten Mitglied, Nahrungshändler und erfolgreichen Märchen erzählenden Sparte Mitglied. Und deswegen gilt also dann, ein qualitativ hochwertiges Medium ist das mit einem Maximum an Zentralirrtümern, das aber auch gerade in der Lage ist, gerade den Werbekunden, die bei dieser Zeitschrift zum Beispiel regelmäßig inserieren, durch die Zentralirrtümer die Menschen so zu nicht bewusst zu manipulieren, dass die Kaufwahrscheinlichkeit gegenüber den Produkten der Werbekunden maximal steigt, denn sonst haben die Werbekunden ja zu wenig Geld, um wiederum zu investieren. Also eigentlich überlebten in der Evolution, also heute, was wir da haben, sind heute Tandems von gut funktionierenden Partnerschaften, Tandempartnerschaften zwischen Medien, die die Zentralirrtümer massenhaft verbreiten und den Werbekunden, die in ihren Werbungen auch ansatzweise schon Zentralirrtümer verbreiten. Und das Ganze ist eine Gehirnwäsche, die unglückliche Menschen erzeugt, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, Produkte zu kaufen, zu konsumieren und so weiter. Ja, insofern leider ist alles dummes Zeug außer der Naturwissenschaft Evolutionsbiologie Schrägstrich Psychobiologie. Das Buch der Bücher für die Klügsten der Klügsten, das Endergebnis, alles. Alles andere ist Irrtumsfutter für die Dummen oder für die Unwissenden. Ja, so, dann kann ich jetzt mal hier noch gucken, was ist hier noch? Ja, und je mehr multiplizierende Spartenmitglieder, ah ja, nochmal, je mehr multiplizierende Spartenmitglieder und je mehr Geld auch für die Tandempartner, desto größer der emotionale Widerstand gegen die Aufklärung und die Infragestellung eines Zentralirrtums
Und umso größer ist also auch die Tendenz, in der großen, irrenden Herde zu bleiben. Also, das heißt, was wir im zweiten Band haben, haben wir ja die Zentralirrtümer, hinter denen so viel Power steckt. Also viele multiplizierende Spartenmitglieder und viel Geld steckt. Und auch viel Geld für Tandemspartner drin steckt. Also hinter Zentralirrtümern. Bei Zentralirrtümern, hinter denen einfach viel Geld und Power und Manpower steckt, bei denen, die mussten wir in den zweiten Band verbannen, denn da wird der Widerstand natürlich, der emotionale Widerstand ganz groß sein, weil vielleicht ja sowieso ein Teil der Menschen lieber, und das ist ja weil ein biologisches Prinzip, Menschen als Herdentiere, 150er Herdentiere, haben nun mal eine Tendenz, lieber in der großen, irrenden Herde zu bleiben, als sich zu befreien und in die Wahrheit zu kommen. Also auf jeden Fall gibt es immer diesen Widerstand, das Kleben lieber oder gerne in der großen Herde zu bleiben, auch wenn sie irrt. Das kennen wir ja auch bei allen Sekten und so weiter, dass die Leute eben nicht aussteigen wollen, weil sie die Herde nicht verlieren wollen und so weiter. Aber so ist der Zusammenhang, also je mehr Manpower und je mehr Geldpower hinter einem Zentralirrtum steckt und dessen Multiplikation, desto größer ist der zu erwartende Widerstand, wenn es um die Aufklärung geht, dass es sich um einen Zentralirrtum handelt. So, jetzt habe ich alles verlesen von da. Und jetzt, ja, wie gesagt, also es bleibt uns nichts übrig. Also hier, wie gesagt, wenn das alles stimmt, ja, und hier nochmal die Erinnerung dran, also an all diese unvernünftigen Menschen, die ja die ganze Erde bevölkern, also hier zu jedem Thema gibt es wegen in den letzten 400.000 Jahren Zentralirrtümer. Und dann kam immer die Naturwissenschaft und hat uns die Wahrheit gebracht. Und so ist es eben jetzt auch wieder. Können Sie ja in Ruhe lesen, ja. Und hier, das sind die Zitate von Dawkins, wo er also nochmal kurz zusammengefasst, ja. Also er, seine Erkenntnis, warum der Kapitalismus nicht funktionieren kann. Also, er erlebt eine Scheidung, will eine ganz harmonische, friedliche, einvernehmliche Scheidung, und begegnet der kapitalistischen Rechtsanwältesparte und deren nicht bewussten Profitinteressen und deren nicht bewussten Zentralirrtümern, die sie im Studium erlernt haben und die dazu geführt haben, dass sogar die Gesetzeslage der Staaten ihnen dazu willen war, ja, weil ja auch oft in der Politik auch viele Anwälte sind, und die haben natürlich ihre Zentralirrtümer auch zur Grundlage des Rechtssystems gemacht und so weiter. Und dann schreibt er so Sätze wie: So wird ein vernünftiges und zivilisiertes Ehepaar offensichtlich zunächst zusammen einen Rechtsanwalt konsultieren oder etwa nicht? Was aber der Berufskodex mit seinen Zentralirrtümern und die durch ihn beeinflusste Rechtslage nicht erlaubt? Und dann schreibt er weiter, und dann geht der Spaß los. Ja. Und wer hat einen Vorteil davon, dass der Fall als eine Ich gewinne, du verlierst Rauferei behandelt wird? Vermutlich nur die Rechtsanwälte, ne? Vielleicht auch noch andere Sparten, aber muss man schauen, ne? Bei dem die Schmidts die Belohnungen zahlen und sie selbst, also die Rechtsanwälte selbst, das gemeinsame Konto ihrer beiden Klienten in sorgfältig koordinierter Zusammenarbeit plündern, aber und nicht bewusst. Also in nicht bewusster, sorgfältig koordinierter, durch die Zentralirrtümer der Sparte, sorgfältig koordinierter Zusammenarbeit plündern. Ne? Das sind harte und deutliche Worte. Also da hat Dawkins, das sind die paar Zitate, für die er einen Ehrenplatz in der Denkgeschichte der Menschheit verdient, als Nachfolger von Darwin, Mendel, Alfred Russel Wallace,
Und wir, der Weltrat Next Scientists for Future, wir sind die, die diese, aus diesen Zitraten ein ganzes neues Endergebnis der Evolutionsbiologie und Psychobiologie gemacht haben. Also, und die Kette ist der neuerlichen Geschichte ist also dann Darwin, Wallace, Mendel, Dawkins, wegen dieser wenigen Zitate. Alles andere wäre nicht würdig, ihn in diese Reihe zu stellen. Und dann Weltrat Next Scientists for Future. Ja, Dawkins schreibt weiter, jeder Brief und so weiter erhöht die Rechnung um einen weiteren Batzen. Das ist die Übersetzung von Sebastian Vogel, mit dem ich auch telefoniert habe. Ja, sind die Rechtsanwälte sich gar nicht dessen bewusst, was sie tun. Das ist entscheidend. Dawkins ist manchmal unsicher, ob er nicht doch auch sozusagen sich infizieren lassen soll von dem verschwörungstheoretischen Irrtum. Oh, die sind sich ja vielleicht doch bewusst, was sie da tun. Nein. Wir haben es mit bis auf ganz wenige kleine Verschwörer und Verbrecher, die unbedeutend sind, haben wir es mit anständigen Menschen zu tun, die beste Absichten haben und trotzdem 60 Millionen Menschen abschlachten, weil sie denken, das wäre gut so und wäre eine gute Tat. Ne? Denken Sie an die Stalins, die Hitlers, die Maos und all diese Abschlachtungen und Putin jetzt und so weiter. Alle diese Abschlachter der Menschheit, ja, die, wenn Sie mit Putin sprechen, der wird Ihnen erzählen, warum er ein guter Mensch ist und Gutes will und gute Absichten hat und so weiter. Ja, das ist der Wahnsinn der Menschheit. Ja, das ist das sind die Zentralirrtümer, ne? Also, da hat Dawkins die entscheidende richtige Aussage. Sind die Rechtsanwälte, die Spartenmitglieder, sich gar nicht dessen bewusst, was sie tun? Sie folgen einfach ihren Zentralirrtümern ihres Studiums, so wie ich den Zentralirrtümern meines Studiums gefolgt habe, als ich auch mitgewirkt habe, in den Gesundheitssparten Menschen kränker zu halten und kränker zu machen, um des Geldes willen, wie wir es alle tun müssen in den Gesundheitssparten. Ja? Mit gutem Ergebnis, denn die neueste Studie, die wir auch dann in unserem Buch zu lesen sein wird, zeigt ja ganz deutlich, dass wir drei krankmachende, gesundheitszerstörende Faktoren in Deutschland haben. Die Nahrungssparten, die sich ja auch darüber nicht bewusst sind, sondern im Irrtum leben. Der entscheidende Faktor ist dann auch noch, die Digitalisierung führt zu einem so krassen Bewegungsmangel und verstärkt den Bewegungsmangel immer weiter, dass das allein schon ein Krankheitsfaktor geworden ist. Und das, wie gesagt, das Sitzen ist das neue Rauchen, ne? Und der dritte Faktor ist unser Gesundheitswesen. Unser komplettes Gesundheitswesen ist einer der größten drei krankmachenden Faktoren. Ne? Und ich denke, auch weltweit ist das so. Ne? So, und dann schreibt Dawkins, es wäre sauberer, für eine Gesetzesänderung zu sorgen, also für eine gemeinwohlorientierte Gesetzesänderung gemäß der Gegekombi des Weltrates als neuem Gesellschaftssystem. Aber eben diese Gesetzesänderung werden wir nicht durchkriegen. Dafür bräuchte es mehr Vernunft, als die Menschheit aufweist. Also Gemeinwohlland. Wir müssen die Klügsten der Erde, 1%, 80 Millionen, müssen wir irgendwie schaffen, dass die das Buch kaufen und lesen und davon 10%, also das eine Promille, wären 8 Millionen Menschen. Und das wäre doch schon ein schönes Gemeinwohlland, wenn von den 8 Millionen vielleicht schon mal 800.000, aber es gibt ja sogar Kleinstaaten, die mit nur 30.000 Einwohnern, also da ist uns dann jede Größe recht, ja, denn entscheidend ist ja auch nur, dass jeder dann ja in seiner 150er-Gemeinschaft lebt und dann Besuche zu den Nachbargemeinden macht und da braucht es noch nicht mal 30.000, also da braucht es vielleicht ein Minimum vielleicht von 1.000 Menschen oder von 800 Menschen für genügende Gemeinschaften. Also von mir ist alles recht zwischen
800 bis unendlich vielen Menschen. Und wie gesagt, vielleicht sollten wir dann auch diesen neuen Begriff GEG, Gemeinwohlzentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, gemeinwohlökonomische Superglücksgemeinschaft, Kommune oder Reif für die Insel Gemeinwohlland, vielleicht sollten wir gleich auf das Gemeinwohlland übergehen, denn und alles, was wir hier in Köln versuchen, dann auch gleich mit der Zielsetzung des Gemeinwohllandes, also als erster Keimling für das Gemeinwohlland zu sehen. Und wir können nur hoffen, dass es einen einzigen klugen Verlag, Großverlag in Deutschland gibt, der sagt, ja, wir als Mitarbeiter des Verlags wollen auch nicht sterben, ohne jemals gelebt zu haben. Wir wollen dieses Buch veröffentlichen, weil wir diesem Gemeinwohlland als, wie war das, 194. UN-Mitglied und 31. NATO-Mitglied eine Chance geben wollen. Ja, also wie gesagt, wir müssen natürlich, solange die Staaten um uns herum alle kapitalistische Staaten sind, müssen wir sozusagen Raketenabfangriegel haben und vielleicht drei Atomraketen, die, falls uns jemand angreifen wollte, wir wenigstens einen Nadelstich zurückschießen können. Also wenn uns Moskau angreift, also Russland angreifen würde und erobern wollte, weil ja in Moskau so Zentralirrtümer jetzt auch wieder laufen, die vielleicht gar keine Irrtümer auch sind, denn eigentlich war ja die DDR die berechtigte Kriegsbeute der Russen, ne? Und es gibt schon erste Stimmen, die sagen, wir verlangen diese Kriegsbeute zurück, sonst holen wir sie uns, ne? Und das kann ja auch sein, ja, aber gut, es würde uns als neues Gemeinwohlland ja nichts angehen, denn wir werden ja sicherlich nicht in Deutschland, die deutsche Regierung wird uns sicherlich kein Land verkaufen, ne? Sondern das müssen andere Staatspräsidenten sein, wo man noch was kaufen kann, sozusagen. Und dann müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen Bewaffnung haben, um dann eben auch unseren NATO-Verpflichtungen nachzukommen. Aber wenn für einen Kleinstaat wird die NATO auch aufnehmen, wenn er auch nur einen kleinen Beitrag leisten kann. Denn wir sind eben nicht so verrückt und naiv, dass wir denken, dass sich das Schicksal der Ukraine, der Indianer, der Indios, des Iraks nicht auch morgen dann bei dem Gemeinwohlland wiederholen könnte. Ja, also das ist, der Kapitalismus kann nicht anders. Wenn irgendwo etwas schwach ist, muss er es erobern und muss daran verdienen, sozusagen, weil die Zentralirrtümer in den Köpfen überall da sind und jederzeit die Bereitschaft dazu da ist, dann genauso wie dann in Russland sozusagen die Waffensparten und die Stahlsparten und alle anderen Sparten eben Zentralirrtümer verbreitet haben, dass die Ukraine schlecht sei und böse sei und deswegen jetzt abgeschlachtet gehört. Genauso kann das innerhalb von Tagen auch bezüglich des Gemeinwohllandes entstehen. Besonders wenn das Gemeinwohlland ja eine ganz andere glücksorientierte Verfassung und Wirtschaftsordnung hat als sozusagen zu Russland zum Beispiel. Ja? Und dann lassen sich ja gegenüber Andersartigen, lassen sich ja ruckzuck Ressentiments und Feindbilder aufbauen und so weiter. Ne? Ja, und jetzt deswegen hier im Moment sind wir, Sie merken es auch an meinem heutigen Gespräch, das Ganze ist ein gäriger Prozess, also verwirrt etwas und etwas durcheinander, weil ich glaube, diese entscheidende Wende ist auch für den Weltrat natürlich ja eigentlich jetzt ein Abenteuer von der erklärten Weltrettung und dem Ziel des Rates, des Heal the World Rates der Menschheit zu werden, zu einem Initiator eines ersten beispielhaften, vielleicht dann später Nachahmerstaaten eines auslösenden Gemeinwohllands, konsequent vielleicht wirklich die Wende langsam zu vollziehen. Wir schwimmen gerade.
Und vielleicht müssen wir den Mut haben, einfach dahin zu gehen, dass wir sagen, ganz im Gegensatz zu so etwas wie Königreich Deutschland, ein Pseudo-Gemeinwohlstaat der unvernünftigsten der Erde, brauchen wir einfach ein gutes, echtes Gemeinwohlland, in dem die Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China genauso im Zentrum steht wie die Anekdote vom Rechtsanwaltewesen, die Professor Richard Dawkins entscheidender Geniestreich war und einziger Geniestreich in seinem Leben war, aber ein solcher Geniestreich, die Infragestellung des gesamten kapitalistischen Systems, die ja damit verbunden ist, das ist natürlich das ist, kann gar nicht genügend gewürdigt und geehrt werden. Also Dawkins gehört in diese Reihe. Kopernikus, Kepler, ja, ich kann es ja gerade noch mal schauen in die Reihe. Warten Sie, können wir mal schnell schauen, wo ist es? Da hier wie ist die hier die Kette? Na, so. Ja, also Popper steht ja bei uns über allem, Sir Karl Raimund Popper, aber Reihenfolge hier: Kopernikus, Kepler, Galilei, Sir Isaac Newton, heute eher aktueller eher Stephen Hawking, ja, dann Mendel, Wallace, Darwin, ja, das sind alles auch nennenswerte Namen, aber eigentlich, ja, müssten wir hier ihm doch einen Ehrenplatz reinräumen, aber er steht ja schon da, Professor Richard Dawkins, der weltweit TV-bekannteste Evolutionsbiologe. Ja, also er ist quasi der innovativste von all diesen mit diesen einen Zitaten. Natürlich, die anderen haben alle eine große Bedeutung, ja, aber sozusagen, ja. Und jetzt Weltrat, Next Scientists for Future. Das ist die Kette der Genies der Menschheit, ja, und das ist nun mal der Gang der Dinge. Und ja, und dass wir jetzt eben so, dann hier, man sieht diese Verwirrung auch, also wir befinden uns jetzt quasi im geistigen Übergangsfeld von und da die richtigen Namen zu finden, aber vielleicht müssen wir ganz offen auf das Gemeinwohlland übergehen. Also vielleicht müssen wir hier Charles Darwin, Richard Dawkins und die wahnsinnigen Menschheit, alles schöne Titel, ja. Der verunglückte und verunglücklichte zweite Bonobo-Schimpanse, naturwissenschaftliche Endergebnisse zur Lage der Menschheit und warum alles reif für die Insel ist, das ist schon mal ganz gut, ne? Provokant, Ullstein Verlag wählte auch sehr provokante Titel. Lieber Milliardär, auch du wirst sterben, ohne hier wirklich gelebt zu haben. Ja, Sie können das ja mal, ich kann das ja mal hier so einfach mal blättern, dann können Sie das ja in Ruhe mal lesen, was da alles so steht. Aber ich suche mal jetzt, na, so, Richard Dawkins und der Mensch als Wahnsinniger. Nach dem Versagen von kapitalistischer, sozialer Marktwirtschaft, Sozialismus, Kommunismus, Gemeinwohlökonomie und so weiter. Endlich eine funktionsfähige, fähige Gemeinwohlwirtschaft. Ja, aber letztendlich ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir ganz nach aussteigen und einsteigen ins erste Gemeinwohlland. Das werde ich jetzt, sowas werde ich nach oben rücken. Ich werde einfach mal es wagen, jetzt mal nach oben zu rücken, all das, was mit dem Gemeinwohlland zu tun hat. Ja? Und wie gesagt, hier geht's dann los, wie sieht eine Grobskizze aus dieses naturgesetzlichen Ablaufes von den Zentralirrtümern in der Menschheit? Ne? Und wir sehen ja, welche Bedeutung, ja, Arthur hat ja gezeigt, welche Bedeutung eben Zentralirrtümer in Deutschland gehabt. 60 Millionen abgeschlachtete Menschen für die Zentralirrtümer bestimmter Sparten, für die diese vorteilbringende Irrtümer waren, für die Restwelt waren es nachteilbringende Irrtümer. NIs und das ist die ganze Sache. Ja, ich glaube, ich lasse es mal gut sein und bringe das hier jetzt mal in die Ordnung, dass wir doch den Mut haben sollten, vielleicht auch im Gespräch mit den Buchverlagen,
das Gemeinwohlland ins Zentrum zu rücken. Ja, tschüssi, bis in 14 Tagen. Wo ist es?